Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Die SPÖ-Mitgliederbefragung startet in genau einer Woche. Auch die Vorbereitungen für den Parteitag laufen schon. Wie schaut es denn aus in diesem Dreikampf zwischen SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, Burgenlands Hans-Peter Doskozil und Dreiskirchens Andreas Babler? Und warum wurden eigentlich aus 73 Kandidaten plötzlich 3 Kandidaten? Wie geht das Ganze weiter und wie schaut es mit seinem Job aus? Das werde ich jetzt den SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch fragen. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ich fange gleich mit der Frage an, die mir sehr viele gestellt haben. Wie gibt's das, dass von 73 Kandidaten, auch wenn wir alle gewusst haben, dass es da viele Fake-Kandidaten wie Giraffen oder Hunde und Katzen gegeben hat, plötzlich nur noch 3 übrig sind? Hat da wirklich niemand diese 30 Unterschriften zusammengebracht? Der burgenländische Kandidat Felber sagt, er habe 32 Unterschriften vorgelegt. Also es war nicht nur die Frage der Unterschriften. Wir haben ja damals an alle, die sich dafür interessiert haben, an der Befragung teilzunehmen, ein Mail ausgesandt mit einem Fragebogen zur Person selber, weil es auch darum gegangen ist, einmal festzustellen, gibt es die Person? In einem Fall hat sich herausgestellt, dass das nicht der Fall war. Ist das ernsthaft gemeint etc. Und da hat einmal die Hälfte einmal gar nicht reagiert. Also dadurch hat sich einmal die Gesamtanzahl halbiert. Einige haben auch geschrieben, sie wollten nur feststellen, ob man sich tatsächlich bewerben kann und wünschen alles Gute. Manche haben die Unterlagen nicht zur Gänze erbracht oder gar nicht die Unterlagen erbracht. Und im konkreten Beispiel des Herrn Felber, der zwar 32 Unterschriften gebracht hat, aber nicht einmal die Hälfte waren Mitglieder. Und das war natürlich schon eine Grundvoraussetzung, dass es mindestens 30 Mitglieder die Bewerbung auch unterstützen. Eine Hürde ist das ja wirklich nicht. Also wenn man den ursprünglichen Vorschlag, der aus Oberösterreich gekommen ist, mit 1400 Unterschriften, ja, das wäre eine ordentliche Hürde gewesen. Aber wenn jemand als Vorsitzender einer Partei kandidieren will und möglicherweise nicht einmal 30 Mitglieder kennt, ja, geschweige die Unterschrift bekommt, dann ist das keine Hürde. Aber das hätte man sich ja eigentlich von Anfang an überlegen können. Der Vorwurf ja auch vom Herrn Felber ist, es hat am Anfang geheißen, es gibt keine Hürde und plötzlich wurden diese 30 Unterschriften eingezogen. Verstehen Sie schon, dass das ein bisschen ein Bild des Hühots abgibt? Na, das verstehe ich deshalb nicht, weil der Bundesparteivorstand ja die Verfahrensrichtlinien festgelegt hat. Und das war von Anfang an immer der Hinweis, dass der Vorstand die Verfahrensrichtlinien festzustellen hat. Die sind dann beschlossen worden und insofern hat es keine Änderung gegeben, weil die Verfahrensrichtlinien erst am 27. März beschlossen worden sind. Also alles, was da vorher spekuliert wurde und oder für möglich gehalten wurde. Aber die Frist ist ja vor dem Parteivorstand abgelaufen gewesen. Das war der einzige Hinweis, wo das Präsidium gesagt hat, es ist der 24. März, wo man sich interessieren kann, wo man die Bewerbung auch abgeben kann. Aber die Verfahrensrichtlinien, die wird dann vom Vorstand festgelegt am 27. Gut, jetzt ist es zumindest klar, dass es diese 3 Kandidaten gibt, die Pamela Rendi-Wagner, den Hans-Peter Doskozil und den Andreas Babler. Wie soll denn das jetzt ablaufen und warum schafft es die SPÖ im Unterschied zu zig anderen westeuropäischen Demokratien, die solche Mitgliederwahlen haben, Befragungen gibt es eher seltener, nicht einmal Hearings zustande zu bringen oder Diskussionen zwischen den Kandidaten? Das sind jetzt unterschiedliche Fragen, die Sie angesprochen haben. Unabhängig davon, dass Mitgliederbefragungen nie letztendlich generell übereinstimmend über die Bühne gegangen sind. Und wenn ich mir das Beispiel der SPD anschaue, wo der Prozess ein halbes Jahr gedauert hat und derjenige, der bei der Mitgliederbefragung durchgefallen ist, heute der deutsche Bundeskanzler ist, also auch in der Diskussion sich oft vieles auch ändert, haben wir den Prozess aber so aufgesetzt, wo wir gesagt haben, wir schaffen ganz klare Verfahrensrichtlinien, nach dem Verfahren ist dann auch ablaufen soll, die transparent sind.
Und es wird daher die Möglichkeit geben, sowohl mit Brief teilzunehmen als auch online. Also diesen Freitag etwa werden die Briefe zur Post gebracht, ab Montag kommen sie zur Verteilung. Und ebenso ab Montag geht an alle, wo wir eine Mailadresse haben, auch die Einladung mit Mail abzustimmen. Wobei die Doppelabstimmungen dadurch verhindert werden, indem die Briefwahl die Mailabstimmung sticht. Nachdem ich weiß, dass es im Vorfeld eine Diskussion gegeben hat, läuft das eh alles korrekt ab und Sie können sicher sein, dass ich sehr darauf schaue, dass das mehr als korrekt abläuft, wie es ja auch beim letzten Mal korrekt abgelaufen ist, ist von Anfang an dieses Mal der Präsident der Notariatskammer hier auch beigezogen. Ich habe Rechtsgutachten machen lassen, IT-Gutachten, was die Online-Befragung auch betrifft, also in einem Ausmaß, wie wir es bisher noch nicht hatten. Aber bei einem derartigen Vorschuss, sage ich mal, an Misstrauen, ja, das ist leider so derzeit, habe ich natürlich auch diese Gutachten alle erstellen lassen und daher wird es ein sehr transparenter Prozess. Mhm. Dauert es deswegen so lange, die Stimmen auszuzählen? Weil es dauert ja 10 Tage, bis man da die Stimmen auszählt, weil das dauernd überprüft werden muss? Nein, einer der Gründe ist der, also die der Befragungszeitraum ist ja dann vom 24. April bis zum 10. Mai. Mhm. Wir haben gesagt, dass für jene, die mit Brief hier sich beteiligen, der Poststempel gilt. Jetzt muss man so circa 3-4 Posttage noch dazu rechnen. Das Wochenende ist auch noch dazwischen, sind schon mal 6 Tage länger. Mhm. Dann braucht es noch mal 6 Tage. Nein, dann wären wir am 17. Mai. Da weiß ich nicht, wie lange die Wahlkommission, die ja formell zuständig ist für die Durchführung des Verfahrens, sich Zeit nehmen will, hier auszuzählen. Der 18. ist ein Feiertag, der 19. ein Fenstertag, wo ich nicht sicher bin, ob die Wahlkommission mehrheitsmäßig anwesend ist. Und daher haben wir gesagt, nein, wir nehmen gleich den Montag, wo am 22. dann das Ergebnis feststellen sollen. Für 23. haben wir dann den Bundesparteivorstand bereits eingeladen. Mhm. Eine andere Frage, die sich viele stellen, wie das möglich ist, wenn zum Beispiel bei dieser Stichwahl keiner die absolute Mehrheit hat. Und bei 3 Kandidaten ist die Wahrscheinlichkeit nicht so gering, dass keiner die absolute Mehrheit hat. Wieso wurde da kein Prozedere festgelegt, dass es dann entweder eine Stichbefragung oder eine Stichwahl geben soll? Das ist internationaler Standard. Ja, weil es, wie Sie richtig sagen, eine Befragung ist und keine Wahl. Und in unserem Parteistatut, das nur von einem Parteitag abgeändert werden kann und sonst von niemandem, der es mit einer Zweidrittelmehrheit auch zu beschließen, ist ganz klar festgehalten, dass die Mitgliederbefragung dazu dient, den Willen der Parteimitglieder zu erkunden. Es aber nicht so ist, dass dieses Ergebnis automatisch bindend ist. Ich habe auch dazu ein Rechtsgutachten machen lassen, weil in dem Fall zum Beispiel würde man das als Basis nehmen für die alleinige Entscheidung und wäre die Vorsitzwahl letztendlich durch ausschließlich eine Mitgliederbefragung zustande gekommen, die Unterschriften der betroffenen Person sogar rechtsunwirksam wären, weil sie nicht dem Parteistatut entsprechen. Und daher haben wir gesagt, okay, der Prozess läuft so ab, es gibt eben diese Mitgliederbefragung, um den Willen zu erkunden. Und im Anschluss ist ein außerordentlicher Parteitag angeschlossen, wo es dann die Aufgabe der Delegierten, die ja ebenfalls von Mitgliedern gewählt werden, ist, einen Vorschlag, den die Wahlkommission zu erarbeiten hat. Weil theoretisch ist es ja möglich sogar, dass sich jemand noch bewirbt. Eine Person, die sich gar nicht der Mitgliederbefragung unterzogen hat, ist ja statutarisch möglich, aber die Wahlkommission dann einen Vorschlag ausarbeitet und den dann zur Abstimmung am Parteitag bringt. Gut, aber jenseits des Statutarischen, das Statut verbietet ja nicht eine Stichwahl. Am Parteitag? Ja, zum Beispiel. Warum ist die SPÖ nicht in der Lage zu sagen, wenn niemand die absolute Mehrheit hat, empfehlen wir als Vorstand, als Präsidium eine Stichwahl? Weil wir jetzt noch gar nicht wissen, wie die Ergebnisse der Befragung möglicherweise aussehen. Zwei der
Bewerberinnen und Bewerber haben ja bereits gesagt, dass sie, wenn sie nicht an erster Stelle sind, dann gar nicht mehr zur Verfügung stehen. Beispielsweise, wir können heute noch nicht einschätzen, wie groß ist die Beteiligung. Ich hoffe natürlich auf eine sehr hohe Beteiligung. Und ich kann auch versichern, dass alle diese Meinungsbildung der Mitglieder natürlich sehr, sehr ernst nehmen. Das ist ja gar keine Frage. Auch wenn sie nicht bindend ist, wird das sehr, sehr genau beobachtet und ernst genommen. Und die Wahlkommission wird das natürlich auch entsprechend berücksichtigen. Aber theoretisch können sich einige Personen sogar noch direkt bis zum Parteitag melden. Sie sagen und das jetzt zum zweiten Mal. Rechnen ja. Sie mit sowas? Also rechnen Sie damit? Also in der jetzigen Situation, ich sage das ganz offen, würde ich gar nichts ausschließen. Ja, und es ist daher möglich, und das ist der Grund, warum es dann auch noch einen entsprechenden Zeitabstand gibt zwischen dem 23. Mai und dem 3. Juni, wo der Parteitag ist, wo sich theoretisch sogar bis zwei Tage vorher, einen Tag vorher noch jemand melden kann, der sagt, sie oder er kandidiert auch. Und dann ist es die Aufgabe der Wahlkommission, die aus 20 Personen besteht, die von allen Bundesländern auch beschickt ist, einen Wahlvorschlag dem Parteitag vorzulegen. Mhm. Aber da gibt es ja auch gewisse Spielregeln. Also es kann sich jetzt nicht jeder einfach bewerben. Theoretisch kann sich jedes Mitglied bewerben. Aber die Wahlkommission wird dann einen Vorschlag auch erarbeiten. Und das kann dann auch eine Stichwahl sein. Rechnen Sie mit einer Kampfabstimmung beim Parteitag? Derzeit nicht, aber man kann es auch nicht ausschließen. Wie sehen Sie denn die Chancen von Pamela Rendi-Wagner jetzt? Wenn man einigen in der SPÖ zuhört, einige Medienberichte liest, hat man den Eindruck, Pamela Rendi-Wagner würde eher nicht mehr viel in Erscheinung treten. Ja, dem ist eigentlich nicht so, ja. Sondern sie ist ja die amtierende Vorsitzende, nicht nur in der Partei, sondern auch im Parlamentsclub, nimmt diese Termine natürlich auch entsprechend wahr. Aber sie hat von Anfang an gesagt, einen Wahlkampf führt sie mit dem politischen Mitbewerber, aber nicht innerhalb der Partei. Und sie nimmt natürlich eine Fülle von Terminen wahr. Das ist auf der einen Seite die Alltagstätigkeit, aber jetzt natürlich aufgrund von vielen Anfragen auch darüber hinausgehend in vielen Bundesländern. Sie haben ja vorher nicht die Antwort gegeben auf die Hearings, warum die SPÖ nicht in der Lage ist, Hearings zu machen. Sie haben ja damals im Wiener SPÖ-internen Wahlkampf eine gewisse Rolle gespielt. Da gab es ja auch zwei Hearings von Michael Ludwig und Andreas Schieder. Warum ist das, was in Wien möglich war, nicht auch im Bund möglich? Ja. Also ich hätte das auch für sehr, sehr sinnvoll gehalten, weil es ja viele Anfragen auch gegeben hat zu öffentlichen Veranstaltungen, zu Online-Debatten. Ich habe dann in der letzten Sitzung des Präsidiums auch den Vorschlag gemacht, dass man zwei, drei größere Hearings beispielsweise macht, eins in Wien, zwei in den Bundesländern, in hybrider Form, dass man sowohl online als auch vor Ort daran teilnehmen kann. Rendi Wagner war damit einverstanden, Babler ebenfalls, Doskozil nicht. Ja, also er wollte das nicht, er hat gesagt, er nimmt nicht an solchen Hearings teil und damit war der Vorschlag obsolet. Die Begründung, also die offizielle Begründung von Hans-Peter Doskozil war, dass das zu spät vorgeschlagen wurde. Das sehe ich deshalb nicht, weil erst zwei Tage vorher überhaupt festgestanden ist, wie viele Bewerberinnen und Bewerber gibt es. Ja. Und ich habe so wie die Wahlkommission auch erst an diesem Tag erfahren. Ja. Mhm. Zwei Tage später waren dann die Sitzungen und da ist der Vorschlag am Tisch gelegen. Also man muss halt ein bisschen flexibel auch sein. Mhm. Wie viele Mitglieder sind jetzt eigentlich stimmberechtigt? Sind rund 148.000. Mhm. Mir sagen sehr viele aus der SPÖ, und zwar in mehreren Bundesländern und in Wien, dass eigentlich würde die SPÖ einen Großteil ihrer Mitglieder gar nicht kennen. Also im Unterschied zu den Funktionären wisse man nicht, wie ein Teil der älteren Mitglieder überhaupt ticke. Bestätigen Sie dieses Bild? Na, dieses Bild kann ich also deshalb nicht teilen, weil die
gesamte Struktur der Partei so aufgestellt ist, ja, dass ja Mitglieder in Sektionen in Wien, wie man sagt, oder beispielsweise in Ortsorganisationen in den Bundesländern organisiert ist und dort natürlich die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Funktionäre ja direkt auch die Ansprechpartner für die Mitglieder sind. Das gilt auf der lokalen Ebene, das gibt auf der Bezirksebene. Natürlich ist dort der Kontakt wesentlich näher, ja, als auf der Bundesebene beispielsweise, wo es ja gar nicht möglich ist, jedes einzelne Mitglied zu kennen. Aber aufgrund der Struktur stellen wir sicher, dass der Kontakt da ist und da legen wir natürlich auch entsprechend Wert. Darum ist es ja auch wichtig, dass etwa, es sind jetzt insgesamt 10.500 Mitglieder, die innerhalb von 4 Wochen beigetreten sind, dass hier der Kontakt auch möglichst rasch hergestellt wird, ja, dass man die Mitglieder auch kennenlernt. Einige kannte man ja schon, ja, die sind vielleicht vor einiger Zeit ausgetreten, sind jetzt wieder eingetreten. Also da wird es schneller gehen, ja, aber es ist wichtig, dass der Kontakt möglichst schnell hergestellt wird. Ja, insbesondere in einer Zeit, wo mehr online beitreten als direkt, so wie früher, in einem Parteilokal, wo es wichtig ist, also die Mitglieder auch persönlich kennenzulernen. Jetzt hat die Pamela Rendi-Wagner am Wochenende angekündigt, dass sie einen zweiten zur Seite gestellt kriegen sollen, falls sie die Wahl wieder gewinnt. Wer soll denn das werden? Also unabhängig davon, dass ich mich freue, wenn das passiert, aus einem ganz einfachen Grund auch, wenn man sich vorstellt, dass in der Bundesgeschäftsstelle mein Vorgänger 7 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatte. Ich eine Mitarbeiterin. Ja, also das zeigt ja schon, welche rigorosen Sparmaßnahmen wir in den letzten Jahren treffen mussten, um die Partei wieder auf ökonomisch sichere Beine zu stellen. Und daher es ja unbedingt notwendig ist, bei allen Schwierigkeiten, die wir die letzten Jahre hatten, die Arbeit zu bewältigen, dass man sich natürlich im Vorfeld eines Wahlkampfes und spätestens in einem Jahr ist er, manche glauben ja schon früher, dass man sich auch in der Bundesgeschäftsstelle neu aufstellt und zusätzlich aufstellt. Also, aber über Namen können wir noch nicht reden. Nein. Warum ist eigentlich dieser Schritt noch nicht schon früher passiert? Weil jetzt sagt natürlich, dass ihr gegnerisches Lager, wie zum Beispiel der Max Lercher, er nimmt das nicht ernst und das seien jetzt nur so Ankündigungen als Zuckerl gedacht. Ja, das ist jetzt nicht wichtig, ob der Herr Lercher das ernst nimmt oder nicht ernst nimmt. Zuckerl auch nicht, sondern da geht es darum, und die Parteivorsitzende hat das nicht nur angekündigt für die Bundesgeschäftsstelle, sondern auch für den also Parlamentsclub, dass man sich im Vorfeld einer Wahl hier zusätzlich verstärkt aufstellt, ist völlig klar. In den letzten Jahren ja, wäre es natürlich auch gut gewesen, wenn wir personell noch verstärkt gewesen wären. Aber wir haben hier einen sehr starken Konsolidierungskurs fahren müssen. Es ist zumindest auch gelungen, von 13,5 Millionen Euro Schulden, die wir Anfang 20 hatten, dass wir jetzt Ende des Jahres 4,2 Millionen haben, mit dem Ziel, dass wir bis 25 schuldenfrei sind. Und das war schon wesentlich, dass der erste Schritt der ist, dass wir gesagt haben, man muss die Partei wieder auf ökonomisch neue Beine stellen. Zweiter Schritt war, dass es natürlich auch viele programmatische, inhaltliche Ansagen von Seiten der Parteivorsitzenden gegeben hat. Wenn ich an das Kraftpaket denke, wenn ich an die Rede letzten März denke, wo sie auch viele Ansagen zur Zukunft Österreichs getroffen hat. Und der dritte Schritt ist natürlich, wo wir ja auch darüber nachdenken, in welchen Bereichen wir generell die Bundesgeschäftsstelle noch verstärken und aufstellen, wäre das dann die Vorbereitung für den Wahlkampf. Eine eigene Agentur haben wir ja schon seit einigen Monaten, mit der wir hier auch gemeinsam tätig sind und sind damit hoffentlich gut vorbereitet. Ich möchte zum letzten Kapitel kommen und da Ihre Person. Sie sind ja ein bisschen zum Feindbild der anderen Kandidaten geworden, vor allem des Team Tosco-Ziels. Und da hört man auch immer wieder die Liesinger.
Jetzt sehr, sehr viele Zuseher von uns können natürlich mit diesen Clanfights der SPÖ wenig anfangen. Aber die Liesinger ist sozusagen Symptom einer, also gemeint Synonym einer Gruppe, die um Werner Faymann, Doris Bures, da waren Sie auch dabei, alle, glaube ich, in Liesing bei der SJ gemeinsam in den 80er Jahren. Und Sie werden irgendwie als Truppe des Stillstandes gesehen. Also unabhängig davon freue ich mich, dass ich politisch in Liesing tätig bin und das schon über eine sehr, sehr lange Zeit. Es wird ja fast schon als Ehre empfunden. Ja. Die anderen meinen es aber nicht so. Ja, weil Sie. Das ein Versuch der Diffamierung ist. Weil das ein klarer Versuch der Diffamierung ist, wie es ja auch den Versuch schon gegeben hat, im Vorfeld diese Befragung als nicht korrekt ablaufend darzustellen, wo ich sage, da will man offensichtlich schon das Gefühl aufbauen, wenn das Ergebnis eines ist, mit dem man nicht einverstanden ist, dann kann man ja sagen, man hat ja eh schon immer gesagt, ja, möglicherweise ist das Verfahren nicht in Ordnung. Das erinnert eher an einen ehemaligen amerikanischen Präsidenten, ja, wo demokratisch zustande gekommene Wahlergebnisse nicht akzeptiert werden, wie er offensichtlich auch versucht wurde, die Wahlkommission zu diskreditieren, wo man sagen kann, okay, demokratisch gewählte Institutionen oder Kommissionen werden nicht akzeptiert. Und das muss man so ansprechen, wie es ist. Ja, das ist nicht zu akzeptieren. Und dafür gibt es einen Bundesparteitag etwa, der die Wahlkommission wählt. Dafür gibt es klare Verfahrensrichtlinien, die sicherstellen, dass die Befragung ordnungsgemäß abläuft. Da kann man dann nicht nachher sagen, ich habe es eh schon immer gewusst, das passt nicht. Und das ist auch eine Form der Diffamierung. Ich finde es traurig und schade, dass das in unserer Partei derzeit der Fall ist. Ja, ich hoffe, dass wir wieder zu Zeiten kommen, wo das Wort Freundschaft wieder mehr zählt. Im Moment wirkt es nicht danach. Und damit zum Schluss einen Ausblick. Wie soll das eigentlich überhaupt noch funktionieren mit der SPÖ? Sie haben es ja jetzt selber gesagt, was Ihnen da unter anderem vorgeworfen wird. Es gibt ja vice versa in den drei Gruppen. Jetzt merkt man wirklich extreme Animositäten gegeneinander. Wie soll das wieder zusammenführbar sein? Wer soll das überhaupt schaffen? Darum ist es ja wichtig und das ist ja auch der Grund, dass man sich auf diesen Prozess auch so verständigt hat. Ja. Denn an und für sich muss man sich ja fragen, warum also gibt es denn das jetzt alles? Ja. Man hätte ja auch sagen können, es gibt eine gewählte Parteivorsitzende, die zweimal angetreten ist, wo niemand aufgezeigt hat, dass sie oder er es gerne geworden wäre. Und es hat einen sehr erfolgreichen Zeitraum, das ganze 22er Jahr gegeben, wo es Randy Wagner gelungen ist, bis auf über 30% zu kommen. Aber dann die permanenten Querschüsse dazu geführt haben, dass es diese innerparteiliche und öffentliche ausgetragene Debatte überhaupt gibt. Und um das ein für alle Mal, ja, in den Griff zu bekommen, hat man sich auf diesen Prozess verständigt, nämlich Mitgliederbefragung und anschließender Parteitag. Also ich kann nur hoffen, dass dann nachher alle dieses Ergebnis, das dann beim Parteitag demokratisch legitimiert zustande gekommen ist, auch akzeptieren. Und Sie glauben, dass Pamela Rendi-Wagner die Wahl gewinnt? Also die Mitgliederbefragung und dann die... Ich werde jetzt weder den einen oder den anderen Kandidaten bewerten, das ist klar. Meine Aufgabe als Bundesgeschäftsführer ist es hier, diese Abwicklung durchzuführen. Aber nachdem ich der Bundesgeschäftsführer bin, den sie ausgesucht hat, bin ich davon überzeugt, ja, dass sie das gewinnen. Gut, danke Christian Deutsch. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.